Mit Konzentration und Liebe zum Detail, so bereitet Thierry Marx in seinem neuen Restaurant in Paris feine Gemüseravioli vor. Seine Philosophie? Kochen ist nicht nur eine Frage des Talents, es ist ein Lebensweg, den jeder beschreiten kann. Jeder kann das Top-Niveau erreichen, aber man muss zielstrebig sein und man darf vor bestimmten Wörtern keine Angst haben. Disziplin, Zuverlässigkeit und Engagement. Eigenschaften, die Smaré zu Pass kommen. Vor fast 4 Jahren ist der Afghane aus seiner Heimat geflüchtet, hat sich erst in Österreich, dann in Frankreich durchgeschlagen. Kaum Geld, abgeschnitten von der Familie in der fernen Heimat. Das Kochen ist für Smaré nicht nur Hoffnung, sondern eine Berufung. Ich habe schon Erfahrung. Ich habe das Kochen von meiner Mutter gelernt. Und hier in Frankreich koche ich oft afghanisches Essen für die 5 anderen Afghanen, mit denen ich zurzeit zusammenwohne. Für Kochbegeisterte wie Smaré steigt der Starkoch Thierry Marx sogar selbst von seinem Olymp herab. Und gibt Unterricht in der von ihm gegründeten Kochschule Cuisine Mode d'Emploi. Ich gebe euch einen Tipp. Für diesen Brandteig müsst ihr die Eier vorher zerschlagen. Jeder Handgriff muss sitzen, auch wenn es schwer ist. Maître Thierry Marx achtet auf jede Kleinigkeit. Ich stelle fest, da fehlt noch etwas Ei. Dafür, dass er Migranten unterstützt, erhält Thierry Marx auch heftige Kritik. Er wolle wohl jedem Kochwilligen Asylrecht gewähren, so der Vorwurf. Aber der Meister bleibt gelassen. Sie haben ja Papiere, auch wenn die zeitlich begrenzt sind. Wir vermitteln den Menschen das Wissen, das sie brauchen, um hier Fuß zu fassen und so gut wie möglich autonom auf französischem Boden zu leben, mit einem Beruf. Mehr als 6000 Schüler haben Thierry Marx Kochschule schon durchlaufen. Nicht nur Migranten, auch Schulabbrecher oder Menschen, die Gefängnisstrafen abgesessen haben. Thierry Marx, selbst auch ohne Schulabschluss, will seinen Schülern vor allem beibringen, Probleme ein für alle Mal hinter sich zu lassen. Die Vergangenheit interessiert mich nicht. Ich frage, was willst du jetzt machen? Du willst kochen? Dann helfen wir dir. Für Smaré ist es die Chance seines Lebens, die er auf keinen Fall verpassen will. Ich war ein bisschen nervös, aber ich bin glücklich, dass ich von dem Chefkoch Thierry Marx lernen kann. Wer 3 Monate standhält und seine Prüfung macht, dem stehen die Küchen der Pariser Nobelrestaurants offen. Die meisten finden schnell eine Stelle. Die Ausbildung gibt ihnen Stabilität und die Menschen können über ihren Horizont hinwegschauen und sich vorstellen, dass sie selbst Chefkoch werden und ihren eigenen Stil erfinden. Smaré will die afghanische Küche mit der französischen verbinden. Zum Beispiel das traditionelle afghanische Mantou-Gericht mit Gemüsebouillon servieren. Nach meiner Ausbildung will ich erst bei anderen arbeiten und dann mein eigenes Restaurant aufmachen in Paris. Mit dem Segen von Thierry Marx, denn der Maître will, dass seine Schüler es weit bringen. Am besten genauso weit wie er.